Blaskapelle aus Angern spielt traditionelle Blasmusik und der Rhythmus geht den Sonntag vor mit täglichen Besuchern des Turmfestes am Ebendorfer Steinbruch gleich ins Blut. Zweiter Tag eines Dorffestes, das Jung und Alt gemeinsam an den jetzt im Vereinsbesitz befindlichen Steinbruchsee bringt, um gemeinsam das seltene Geotop zu bewahren und zu beschützen. Wir wollen erreichen, dass dieser Steinbruch wieder in das Bewusstsein der Einwohner mit gerät. Der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten in letzter Zeit, weil es eben auch als Geotop, als Naturdenkmal doch von einer großen Bedeutung hat, auch für die Baugeschichte von Ebendorf, für die Wirtschaft von Ebendorf. Und insofern wollen wir auch den Menschen einfach die Möglichkeit geben, das hier zu genießen und entsprechend hier die Natur zu erleben. Während des superheißen Sommers war der kleine See ein beliebter Ausflugsort, um sich bei über 30 Grad im Schatten zu erfrischen. So gesehen ist das Anliegen des Vereins gut angekommen. Aber wenn man genauer hinschaut, haben einige Zeitgenossen das Engagement für den Steinbruchsee völlig falsch verstanden. Nicht nur, dass Zigarettenstummel überall da liegen, wo sie Raucher gerade fallen lassen, überall im Wasser und in den Büschen Müllreste. Da wird die Einsatzbereitschaft einiger auf eine harte Probe gestellt. Und es bleibt zu hoffen, dass man sich der vielen Arbeit, die in dem Gelände steckt, auch mit Achtung und Anerkennung bewusst wird.